Wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was derzeit große Teile des Internets verstört. Und zwar geht es hierbei um eine Geschichte, die so absurd und abstoßend klingt, dass man sie gar nicht fassen kann. Und dazu gibt es dann auch noch widerwärtige Bilder. Und zwar sprechen wir heute über den Man-Dog, den Hundemann, der derzeit im Internet die Runde macht. Es geht hierbei um einen Briten namens James Carlton. James Carlton soll laut dieser Geschichte eben eine extreme Fixierung auf Hunde gehabt haben. Er soll mehrfach erwähnt haben, dass er findet, dass Hunde perfekt aussehen. Nicht in irgendeiner sexuellen Sichtweise, sondern dass er findet, dass Hunde einfach ein wunderschönes Gesicht haben, dass die Form eines Hundes eben optisch perfekt aussieht. Und seine Liebe für die Optik von Hunden, gerade eben für das Gesicht eines Hundes, soll dann eben sehr extreme Ausmaße angenommen haben. Denn ihr müsst wissen, laut dieser Geschichte ist James Carlton verdammt reich gewesen. James Carlton soll ein verdammt reicher Mann gewesen sein, der eben mit viel Geld auch versucht hat, einen sehr absurden und abstoßenden Traum zu erfüllen. Er selbst wollte auch aussehen wie ein Hund. Er wollte eben die Dinge, die er an Hundegesichtern so mochte, bei sich selbst ebenfalls wiederfinden. Und deswegen suchte er einen Chirurgen, einen plastischen Chirurgen, der ihm diesen Wunsch erfüllen könnte. Und nachdem er lange Zeit gesucht hat und sehr, sehr hohe Summen Geld ausgeben musste, heißt es, wurde er in Brasilien fündig. Ein plastischer Chirurg aus Brasilien hatte zugestimmt, dass er eben diese Operation, diese optische Veränderung durchführen wird, und diese Veränderung hat es in sich. Denn hierbei ging es darum, dass James Carlton dann nach Brasilien flog und zusammen bei ihm war der abgetrennte Kopf eines Pitbulls. Der abgetrennte Kopf eines Hundes war dann eben bei ihm gewesen und dann kam es dazu, dass eine Operation durchgeführt wurde, bei der die Dinge vom Hund, die eben James so interessant und so schön fand, auf sein Gesicht übertragen werden sollten, sprich, dass die Dinge vom Hund abgenommen wurden und auf das Gesicht von James angepflanzt bzw. angenäht wurden. Er sollte durch diese Operation also wirklich ein Hundemensch werden, optisch ein Hybrid aus Mensch und Hund. Und wenn man sich dann die Bilder anguckt von dieser extrem seltsamen Nachricht, versteht man erst das abstoßende Ausmaß von diesem Vorfall. Denn es gibt im Internet verschiedenste Bilder, die veröffentlicht wurden. Wir sehen eben James Carlton noch in seinem normalen Aussehen. Ein ganz normaler Mann, wo man wahrscheinlich nichts Seltsames denken würde. Doch dann geht die Operation los. Man sieht, wie unterschiedlichste Dinge des Hundes dem Hund entfernt werden. Sowohl die Ohren als auch die Augen und letztendlich auch die Schnauze. Diese Dinge wurden vom Hund entfernt und dann kann man sehen, wie diese Teile des Hundes auf das Gesicht von James Carlton raufgenäht wurden. Man sieht, wie der Arzt diese Teile annäht und man sieht am Ende dann auch das fertige Ergebnis. Das hier ist James Carlton nach seiner Operation. Das ist der Hundemann, der eben so unfassbar verstörend aussieht. Man sieht, dass eben die Ohren an seine Ohren rangenäht wurden. Man sieht eben seine Augen, die mittlerweile an einen Hund erinnern. Und man sieht vor allem natürlich, dass sein normaler Mund nicht mehr zu erkennen ist, sondern dort jetzt anstelle ein Hundemaul sich versteckt. Und um dieses Hundemaul bedienen zu können, hat er auch in dem Hundemaul selbst eine Röhre gehabt, mit der er scheinbar mit seinen ganz normalen Kaubewegungen es schaffen kann, dass dieser Mund auf und zugeht. Dies war die Operation, die James Carlton sich schon immer gewünscht hatte und die nun eben in Brasilien ihm erfüllt wurde. Er wurde zu einem Hundemenschen, ein Mischwesen aus Mensch und Hund. Diese Geschichte, als ich die zugeschickt hatte, war extrem verstörend gewesen und ich hatte sofort angefangen zu recherchieren, doch dabei stieß ich auf eine Sache. Der Name James Carlton ist ein Name, der erst seit kurzem erwähnt wird. Ihr müsst wissen, diese Geschichte bzw. die Bilder von diesem Hundemann gibt es bereits seit einigen Jahren. Das Ganze ist nicht jetzt erst vor ein paar Wochen passiert, sondern es soll bereits vor einigen Jahren passiert sein. Der Name James Carlton ist allerdings vor relativ kurzer Zeit erst wirklich gefallen. Ich habe dann weitergesucht und habe dann tatsächlich einen Artikel gefunden, der die originale Geschichte vorgestellt hat. In dieser originalen Geschichte geht es eben nicht um James Carlton, sondern einen ziemlich reichen, aber nicht weiter definierten brasilianischen Mann, der in Brasilien selbst diese OP hat durchführen lassen.
Sprich, wir haben es nicht mit einem reichen Briten zu tun, sondern scheinbar mit einem reichen Brasilianer, der es geschafft hat, in seinem Heimatland einen Chirurgen zu finden, der ihm seinen kranken Wunsch erfüllt. Und dann, laut diesem Artikel, soll das Ganze so passiert sein, wie ich es eben geschildert habe. Die verschiedensten Körperteile des Hundes wurden eben auf diesen brasilianischen Mann angebracht und man weiß bis heute nicht, wo dieser Mann hin ist. Man weiß, dass er damals angeblich eben diese plastische Chirurgie verlassen hat, aber wo danach sein Weg ihn hintrieb und wo er jetzt gerade steckt, ist nicht bekannt. Als ich dies gelesen habe, dass man nicht weiß, wo dieser Halbmensch, Halbhundemann steckt, fand ich das Ganze ziemlich komisch. Dies ist ja jetzt keine Person, die es schaffen kann, irgendwie in der Öffentlichkeit unterzutauchen. Wenn man alleine schon mit gefärbten Haaren vor die Tür geht, fällt man überall auf. Überall wird man angeguckt, Leute werden es erkannt haben oder werden einen gesehen haben, besonders wenn man in einem Dorf oder einer Kleinstadt lebt. Wenn man sich dann aber vorstellt, dass nun eine Person umherläuft, die verschiedenste Hunde Teile im Gesicht hat, eine Hundeschnauze, Hundeaugen und Ohren, dann wird es unmöglich sein, dass diese Person nicht auffällt. Damit er nicht auffällt, müsste er schon irgendwo in einer Villa abgeschieden von allem anderen liegen, ohne dass es je jemand bemerkt hätte, aber dann wäre bestimmt doch die Presse irgendwie auf den Fall aufmerksam geworden und hätte alles darum gegeben, diesen Mann irgendwie ausfindig zu machen. Ich fand diese ganze Geschichte extrem seltsam und irgendwie klang sie für mich nicht glaubhaft genug. Zunächst einmal kann ich mir nicht vorstellen, dass der menschliche Körper es akzeptieren würde, wenn Hundeteile einfach auf ihn genäht wären. Dies ist ja keine richtige Transplantation. Die Ohren des Menschen und so wurden nicht abgenommen, sondern es wurden Sachen einfach drauf oder drüber gemacht. Doch auch ein normales Leben mit diesem Hundemaul bzw. mit dieser Schnauze des Hundes wäre nicht möglich, da alles, was eben diese Person im Mund hat, ein Plastikschlauch ist, mit dem er diesen Mund zwar steuern kann, aber er könnte kein Essen kauen, er könnte nichts mehr normal zu sich nehmen. Es würde nicht viel Sinn machen, dass wenn jemand so viel Geld hat, er so laienhaft einfach sich Hundeteile ins Gesicht transplantieren lässt, anstelle darauf zu achten, dass man sie auch richtig benutzen kann. Und als ich dann recherchiert habe und mich von Seite zu Seite klickte, stieß ich irgendwann auf die richtige Geschichte. Die Person, um die es hier geht, diese Person, die ihr hier seht, ist tatsächlich ein brasilianischer Mann. Allerdings ist es kein brasilianischer Mann, der einfach extrem reich ist oder eine Person namens James Carlton. Dies ist ein brasilianischer Künstler. Dieser Künstler trägt den Namen Rodrigo Braga. Und Braga war dafür bekannt, dass er eben bei seiner Kunst immer ein wenig übertreibt und die unterschiedlichsten Grenzen überschreitet. Diese Person hat sich nicht wirklich Hundeteile ins Gesicht operieren lassen. Allerdings hat er etwas anderes gemacht. Denn er hat eine Büste bzw. einen Körper anfertigen lassen, der seinem Gesicht ähnelte. Die Person, die wir also auf den Bildern sehen, die gerade eben Hundeteile operiert bekommt, ist zwar optisch Rodrigo Braga, allerdings nicht wirklich. Es ist nur quasi eine Puppe, die an seiner Stelle da ist, die einfach nur perfekt nach ihm aussieht. Wir sehen also keine Hundeteile, die an ihn angebaut werden, sondern lediglich an diese Puppe. Was man allerdings sagen muss, ist, dass diese Hundeteile nicht künstlich sind. Diese Hundeteile stammen wirklich von einem verstorbenen Hund. Von einem verstorbenen Rottweiler stammen diese Hundeteile, die eben dann an diese Person rangemacht wurden, beziehungsweise an diese Puppe gemacht wurden. Dies war auch der Grund, warum im Nachhinein dieser ganze Vorfall Stress bekommen hat. Rodrigo Braga musste sich rechtfertigen, weil Tierschutzorganisationen ihm Tierquälerei und Mord vorgeworfen haben, woraufhin Braga bekannt gab, dass dieser Hund vorher eingeschläfert wurde von einem Tierheim, weil er eben nicht in ein neues Haus gebracht werden konnte. Er musste eben eingeschläfert werden, weil er keine neue Heimat fand. Und dieser Hund wurde dann von dem Tierheim freigegeben für Bragas Kunstwerk und er ließ dann eben Teile von diesem Hund abbauen und sie an seine Puppe anbringen, um damit im Internet diese Illusion zu erschaffen, dass es jetzt einen echten Hundemenschen gibt. Sprich, diese Bilder, so verstörend sie auch sein mögen, sind nicht wirklich echt. Und auch diese Geschichte von James Carlton oder dem brasilianischen Millionär sind beide nicht echt. Wir haben es hier lediglich mit einem brasilianischen Künstler zu tun, der bei seinen Kunstwerken gerne mal ein wenig übertreibt. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.